Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Unity mit mir als Gentleman. Wir sind gerade dabei, die nächste Mission zu erfüllen. Das Schöne ist, wenn man nicht zu so blöd ist, die Mission zu selektieren, dass wir nämlich jetzt nicht nur die Hauptstoryline-Mission haben, wie bei den vergangenen Teilen, sondern auch noch immer wieder einige schöne Nebenmissionen, ein paar später erst zugängliche Bereiche. So wurde das ganze Stück für Stück etwas verkompliziert. Da habe ich die Jungs doch ganz gut den Blaurücken in die Hände gespielt, um es zu bemerken. Schnacken wir mal mit ihm. Also die Händler, die bieten wirklich nur Medikamente. Große dunkle Fremde. Ich lege Tarot für mächtige Freunde. Einige glauben, ich beeinflusse sie und wollen mir Böses. Ah, ich habe meine Feinde gesehen. Im Traum. Kommt mit mir. Ich spüre es, wenn sie anwesend sind. Dann folgen wir doch Lenormand. Ihr Bürger lebt nicht mehr lange. Was? Nun, Bürgerin, ich spüre, dass euer Göttergatte eine Affäre hat. Entschuldigung, in meinem bitte. Traum kam einer der Mörder vom Land. Ah, ja, eine Art Bauer. Er ist gefährlich. Ich spüre eine böse Präsenz. Hier in der Nähe. Da bin ich mir ganz sicher. Das ist er. Wenn ich dich in die Finger kriege, reiß ich dir die nicht, Augen Herr? Raus. Komm rüber, sofort. Du hattest es verdient. Du und deinesgleichen. Ah. Äußerst effizient. Oh mon Dieu! Qu'on fasse venir la garde! Il faut trouver qui a commis cet acte! Ich spüre, dass es bald regnet. Gut gemacht, Fremder. Ein tollwütiger und weniger. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ein Soldat. Er will mich töten. Sucht einen Mann in Uniform. Eine Stimme flüstert mir zu. Ein Mann mit düsteren Absichten ist östlich von hier. Oder wartet, Osten oder Norden? Das ist nicht ganz klar. Vielleicht Süden. Ja.
Bestimmt der Titan macht so Schwachkopf. Was soll er da lernen? Eine Leiche. Was geschieht hier? Habt ihr ein bisschen Medikamente noch für mich? Wer hat uns wohl diesen kleinen Gefallen getan? Jenseits befördert. Ich habe das Gefühl, ein Mann aus dem Juristenstand will mir etwas antun. Ein Anwalt. Oh, ich spüre einen Mann, der zu unaussprechlicher Gewalt fähig ist. Oh, bitte verzeiht, das seid ihr. Dort. Dann erwürgen wir ihn. Einen Moment mal. Rater Abschau. Nun sind wir im Chor der Unsichtbaren. Und mit üblem Charakter. Ich sehe ihn vor meinen Augen. Ein Ganove, ein Bandit. Gefährliche Schwingungen sind allgegenwärtig. Sogar genau an dieser Stelle. Ach, der Mann aus meinem Traum. Oh, da hinten. Das kommen wir auch hin. Lass wir es wie ein Raubmord aussehen. Ich danke euch, mein Freund. Kommt zu mir und ich lege euch das Tarot. Ihr habt eine interessante Zukunft. Da bin ich sicher. Das ist doch schon mal gut gelaufen. Dann will ich jetzt noch mal kurz hier rüber. Mal gucken, ob wir den hier finden. Diese Kiste.
Okay. Okay. Dann sehe ich dich hier erst nochmal den nächsten Ausguck freischalten. Wir doch mal hier ein Stück weiter nach oben. Wobei, das klingt doch schon mal ganz gut, um hier weiter hochzukommen. Besser wirst du, würde ich sagen, dass hier deutlich individuellere Gebäudestrukturen schon wieder geschaffen wurden. Okay, hier lässt einen noch nicht hochklettern. Du musst es hier irgendwo eine geschickte Kletterfassade geben oder was ähnliches. Vielleicht auch das den Nachbarturm. Jungchen, du möchtest doch nicht da runterklettern. Geiler Ausblick. Wenn ich mich so umgucke, haben wir auch wesentlich mehr unterschiedliche Gebäude als bei früheren Teilen. Das ist auch richtig, richtig genial. Und schauen wir uns das an. Gibt es hier auch schon wieder massenhaft Geraffel, was wir erkunden können. Von den Todessprüngen. Gucken wir doch mal, was wir hier unter Paris entdecken.
gibt es schöne Katakomben. Aber leider geht es hier gerade nicht weiter. Nichtsdestotrotz. Sagen, die Jungs haben wieder eine richtig gute Arbeit geleistet. Drüben ist auch gesperrt. Also das werden wir vielleicht irgendwann später gebrauchen können. Dass wir eine brauchbare Versicherung haben. Wir uns hier erst einmal ein bisschen um. Und da oben sehe ich gerade was. Haben wir hier einen Zugang? Natürlich haben wir wieder keinen Zugang. Aber hier haben wir einen Zugang. Es muss irgendwo eine Etage tiefer noch sich befinden.
gerade irgendwas von wegen einer Treppe. Theoretisch. Ein sonderbares Symbol. Kiste, die ich noch nicht öffnen kann. Nee, da drüben, da kam ich ja auch nicht durch. Ich glaube, dann wäre das hier ein ganz guter Zeitpunkt für einen Cut. Dort kommen wir nicht runter. Einiges, was wir noch erkunden können demnächst. Das wird eine lustige Erkundung hier über die Map. Und vor allem, wir haben hier massiv Aufträge von die Herrin der Wachsfiguren, über der Kult des Baphomet, einen weiteren Mordfall, die Rache der Vorfahren, den Kult des Baphomet. Hier unten hätten wir Flamels Geheimnis, die Mönche. Hier geht die Storyline weiter mit der Wiedergeburt. Das ist doch alles sehr, sehr nett. Daher schaltet auch morgen wieder ein, wenn es dann heißt Let's Play Assassin's Creed mit mir, The Gentleman. Haltet die Ohren steif. Wir sehen uns. Ciao.